Hi Leute, hi und herzlich willkommen hier auf Clemens Live. Heute habe ich eine ziemlich coole Ansage für euch, aber dazu kommen wir am Ende des Videos. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei geballtem, unnötigem Wissen. Haut rein! Okay, dieses Phänomen kennen vielleicht schon einige. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man sich mit der Zunge nicht am Ellenbogen lecken kann? Okay, es geht echt nicht. Dafür kann ich mich wo ganz anders lecken. Oder wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn man zu fest niest, dass man sich dann eine Rippe brechen kann? Nein. Okay, das hat jetzt nicht reingepasst. Ich weiß. Scheiße. Oder wusstet ihr, dass wenn man versucht, das Niesen zu unterdrücken, dass man ein Blutgefäß im Kopf oder im Hals reißen könnte und dadurch sterben könnte? Angst? Also Leute, immer schön raus mit dem Rotz, ne? Also. Was? Was für eine Scheiße. Oder wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn man versucht, während des Niesens die Augen offen zu halten, dass sie dadurch herausgedrückt werden könnten? Oh, tja, da fallen mir doch glatt die Augen raus. Ja, ich gehe mich schämen. Oder wusstet ihr zum Beispiel, dass es Schweinen unmöglich ist, aufgrund ihrer Anatomie in den Himmel zu gucken? Wusstet ihr, dass 50% der Weltbevölkerung in ihrem Leben weder einen Telefonanruf gemacht oder erhalten haben? 50%! Jetzt neu, aber nur noch bis morgen. 50% auf die Weltbevölkerung! 50%! Außer Tiernahrung. Oder wusstet ihr, dass das Tragen eines Kopfhörers in nur einer Stunde die Bakterienanzahl in eurem Ohr um 700% erhöht? In your ear, bitch! Oder wusstet ihr, dass das Feuerzeug vor dem Streichholz erfunden wurde? Auch wurde herausgefunden, dass das Quaken einer Ente kein Echo erzeugt. Und keiner weiß warum. Mysteriös. Ein neuer Fall für Galileo Mystery. Nicht schon wieder. Oder es wurde zum Beispiel auch herausgefunden, dass 23% aller Fotokopierschäden von Leuten erzeugt werden, die sich darauf setzen, um ihren Hintern zu kopieren. Ich weiß nicht, aber ganz ehrlich. Ich meine, man sieht das ja oft irgendwie in so Filmen, aber ich habe mich schon oft gefragt, wie kommt man darauf? Was ist daran so geil, seinen Hintern zu kopieren? Wer ist schon scharf darauf, sein eigenes Arschloch zu sehen? Oder wusstet ihr zum Beispiel, dass er innerhalb eures Lebens etwa 70 Insekten und 10 Spinnen im Schlaf esst? Yummy! Na dann, viel Spaß beim Einschlafen. Oder wusstet ihr zum Beispiel, dass Urin unter Schwarzlicht leuchtet? Die Jungs unter euch, die wahrscheinlich in der Disco immer sehr besoffen am Pissoir stehen, ja, die müssten das eigentlich kennen. Ich halte mich da raus. 75% der Menschen, die jetzt dieses Video gucken, versuchen sich am Ellenbogen zu lecken. Wisst ihr was, da können wir eigentlich gerade so eine Art Netmob draus machen. So, also wenn ihr Bock habt, schickt eure Videoantworten unter dieses Video, wie ihr versucht, euren Ellenbogen zu lecken. Würde mich echt freuen, wenn ein paar von euch mitmachen würden. Hier noch so eine Sache. Wenn du 8 Jahre, 7 Monate und 6 Tage dauerhaft schreien würdest, hättest du genug Energie produziert, um eine Kaffeetasse zu erwärmen. Wow! Also wenn das jetzt mal keine Herausforderung ist. Oder wusstet ihr zum Beispiel, oh Gott, jetzt bin ich neidisch. Der Orgasmus eines Schweines dauert 30 fucking Minuten. 30 Minuten. Oh ja, ich weiß, was ich in meinem nächsten Leben werden will. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann kannst du ihn hier oben abonnieren und dann wirst du jeden Tag ein Video sehen. Zu der coolen Ansage, zu der ich am Anfang des Videos etwas gesagt habe. Ich habe mir gedacht, es gibt so viele Shows auf YouTube, wo sich Leute gegenseitig Herausforderungen stellen, um sich dann am Ende doch zu bestrafen, dass ich mir dachte, wie wäre es eigentlich, wenn ihr mal eure YouTuber seht, wie sie sich zum Affen machen, hä? Und ja, ich habe schon auf einen Kanal meine Augen geworfen. Und zwar geht meine Herausforderung an Flo Vlogged. Junge, ich weiß, dass du siehst. Und deine Herausforderung ist es, 10 Leute mit indischem Akzent anzusprechen. Gezählt werden nur die Leute, mit denen du es schaffst, dich länger als 20 Sekunden zu unterhalten. Dafür hast du eine Woche Zeit. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß, mein Freund. Denk dir schon mal eine kleine Bestrafung für mich aus, falls du es tatsächlich schaffen solltest, was er niemals schaffen wird.
Nein, also Flo nicht. Also wer Flo kennt, der weiß, dass er das nicht schafft. Und ja, ich freue mich auf deine Antwort. Tja, Leute, ansonsten war es das von mir. Ich möchte mich heute wirklich nochmal bedanken für euren Support, Mann. Es ist einfach geil. Ich sehe, wie ihr auf Facebook und auf Twitter meine Videos verbreitet. Es ist Wahnsinn. Einen wirklich fetten Dank an euch. Ihr seid genial. Ich hoffe, ihr macht bei diesem kleinen Netmob mit. Würde mich freuen, wenn ihr eure Videoantworten schicken würdet, wie ihr euren Ellenbogen versucht zu schlabbern. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao und bis dann.